Willkommen zur zweiten Folge hier auf dem Kanal vom Writing Bull mit Stellaris. Und leider gab es ja in der letzten Folge viel Vorbereitung. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Gameplay und wir starten die Folge direkt dort, wo wir die letzte beendet haben. Ich bin nur wieder aus der Ansicht, wo man das Interface ausblenden konnte. Da habe ich Steuerung F9 gedrückt, wieder rausgegangen und wir wurden informiert, dass wir eine neue archäologische Stätte entdeckt haben. Die wollen wir uns mal direkt anschauen. Ich klicke mal auf OK und hier oben wird sie uns auch angezeigt. Ex Gravitas, sagt uns das Spiel. Von der Oberfläche von Luna geht eine Reihe seltsamer Anomalien aus. Wir müssen eine archäologische Ausgrabung durchführen, um mehr zu erfahren. Von Luna. Leute, ist das hier Luna? Muss ich nochmal ein bisschen näher rangehen. Sehr langsam. Hier, das ist doch nicht Luna, Leute. Das ist doch der Mond, oder? Kann man den jetzt nicht umbenennen? Ich kann Luna nicht umbenennen, Leute. Ich hätte jetzt zu gerne Luna in den Mond umbenannt, aber es geht nicht. Ich kann hier draufdrücken, wie ich will. Eigentlich kann man alles umbenennen. Hier geht es nicht. Schade, schade. Also, auf dem Mond haben wir eine archäologische Stätte gefunden. Wir bauen ja hier gleich das nächste Forschungsschiff. Ich glaube, da müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier jemanden hinschicken. Und ja, Luna heißt natürlich Mond, aber wer sagt denn schon Luna? Und dann auf Luna entsprechend mal Ausgrabung starten, was es mit diesen mysteriösen Signalen zur Folge hat. Wir gucken mal, wo unser Forschungsschiff ist. Das ist hier. Da ist unser Forschungsschiff. Und wir folgen jetzt mal unserem Forschungsschiff. Eben waren wir ja noch bei unserem Konstruktionsschiff, das auf dem Mond ein bisschen Mineralien abbauen will. Und ich mache mal wieder das Interface weg und wir folgen mal dem Schiff hier weiter. Oh. Jetzt habe ich das Interface weggemacht, aber wir haben eine neue Benachrichtigung bekommen. Wochen nach dem Fund von außerirdischem Leben überschlugen sich die menschlichen Xenologen praktisch, um ihre Erkenntnisse über die Funde auf zu veröffentlichen. Na, was ist denn hier los? Dieser fieberhafte Sturm in der wissenschaftlichen Gemeinde hat auf die Fortschritte in anderen Forschungsgebieten negative Einflüsse, wenn auch nur vorübergehend. Bemerkenswert, echt bemerkenswert. Mal sehen, was uns dort noch erwartet. So, hier reisen wir jetzt aber weiter. Mit unserem Forschungsschiff. Leute, da ist es, schaut mal. Das ist unser Forschungsschiff. Auf großer Fahrt. Jetzt ist wieder was passiert. Erstkontaktprotokolle. Müssen wir uns überlegen. Unsere jüngste Begegnung mit fremden Lebensformen, damit meinen Sie wahrscheinlich die Signale, die wir empfangen haben, hat die alte Debatte darüber, wie wir mit potenziell intelligenten Zivilisationen in Kontakt treten sollen, neu entfacht. Und plötzlich noch dringender gemacht. Während einige dafür plädieren, sich darauf zu konzentrieren, so schnell wie möglich freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, indem man sie mit einer Friedensbotschaft kontaktiert, raten andere zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass wir nicht wissen können, ob sie uns gegenüber böse Absichten hegen. Und dass es unklug wäre, zu viele Informationen über uns offenzulegen, bevor es wirklich notwendig ist. Oh, und Leute, jetzt müssen wir uns schon entscheiden. Also, wir werden Alexenus mit offenen Armen empfangen. Es könnte ratsam sein, Vorsicht walten zu lassen. Oder wir müssen uns vor denjenigen, die uns bedrohen wollen, schützen. Das können wir aber nicht. Das können wir uns nicht auswählen. Also, müssen wir uns überlegen, Leute, was machen wir? Werden wir Alexenus mit offenen Armen empfangen? Oder wollen wir Vorsicht walten lassen? Ich denke mal, ihr seht hier auch auf der rechten Seite, was dann passiert. Hier würden wir die Erstkontaktprotokolle auf proaktiv setzen, hier würden wir auf achtsam setzen. Und dann können wir keine neutralen Wesen angreifen, das geht in beiden Fällen nicht. Und andere Nationen werden es einfacher haben, mit uns zu kommunizieren. Hier werden sie es schwieriger haben. Dafür haben wir weniger negative Ergebnisse. Und hier haben wir dafür mehr Einfluss von jedem erfolgreichen Kontakt. Und die Entdeckungsgeschwindigkeit von Erstkontakten steigt. Also ich würde mal sagen, Leute, wir sind doch so neugierig. Wir haben gesagt, wir wollen erkunden und wissen, wer da oben ist. Wir werden erstmal alle mit offenen Armen empfangen. Ich glaube, wir sind da einfach ein bisschen auch ein Stück weit naiv und sagen mal hier, kommt,
liebe Xenos, wir wollen euch herzlich begrüßen. Jetzt fliegen wir hier weiter. Und hier wird ein Sprung eingeleitet. Ins nächste System. Gleich sind wir im nächsten System, Leute. Achtung, haltet euch fest. Anschnallen bitte. Ganz dringend anschnallen. Da. Jetzt geht's weiter und jetzt sind wir im nächsten System. Schaut mal. So sieht das System Sirius aus. Und ich mache mal Pause, weil in der Zwischenzeit unser Forschungsschiff fertig geworden ist. Das ist Sirius. Zwei Sterne gibt es hier, Sirius A und Sirius B. Und dann gehen wir mal wieder ins Sonnensystem rüber und schauen uns mal an, hier haben wir noch ein Forschungsschiff. Mit diesem Forschungsschiff können wir noch nicht so viel machen, weil wir noch keinen Anführer haben. Wir gucken mal, ob wir einen haben. Sind jetzt hier in der Liste der Anführer und wir sehen, wir haben alle Wissenschaftler schon kennengelernt. Die sind in der Forschung oder arbeiten oder haben die USS Ptolemäus oder Ptolemy an der Kommandierung. Und wir wollten noch einen Wissenschaftler rekrutieren. Mal sehen, wer uns jetzt hier angeboten wird. Wir haben drei zur Auswahl. Einmal John, der ist 46 und der ist eifrig. Okay, der kostet einfach nur weniger. Dann haben wir Yun, die ist 34, ein bisschen jünger und ist anpassungsfähig, sammelt schnelle Erfahrung. Und dann haben wir noch Gerhard mit dabei, der ist noch jünger, der ist akribisch. Der hat dann eine bessere Entdeckungschance für Anomalien. Da würde ich doch tatsächlich sagen, anpassungsfähig oder akribisch. Ich denke mal, ich würde den Jüngeren nehmen, den Gerhard, und mal schauen, dass wir viele Anomalien entdecken. Oder? Was meint ihr? Ich nehme mal den für 200 Credits. Die sind hier oben. Oh, die können wir uns noch nicht leisten. Jetzt müssen wir erstmal uns mehr Geld holen. Und lieben Dank gehen an Annie. Und du freust dich sehr, dass wir Stellaris zocken. Freue ich mich auch. Und danke an dich schon für das 18. Abo, das du hier hinterlassen hast. Wir gehen einmal in den Markt rein, Leute. Wir müssen uns erstmal mehr Geld holen, damit wir einen neuen Forscher hier uns leisten können. Wir gehen in den Markt und wir wollen Ressourcen verkaufen. Und wir verkaufen mal Nahrung und einmal 100 Nahrung reicht schon, die wir verkaufen. Achtung, Marktsteuer, 25% gehen leider weg. Wir bekommen leider nur 75 Credits dafür. Machen das mal. Und haben jetzt die 261, die wir brauchen. Wir gehen wieder in die Anführer rein. Und dann würde ich sagen, ein neuer Wissenschaftler. Und der Gerhard, der soll es doch bitte sein. Den wählen wir jetzt auch gleich aus für unser Schiff. Und dem Schiff können wir auch einen Namen geben. Das ist natürlich die WBS Iwamoto. Iwamoto, vielleicht fällt euch noch ein besserer Name ein, dann benennen wir die einfach mal um. Und mit dem gehen wir jetzt, ja, wollen wir jetzt schon die archäologische Stätte uns holen oder wollen wir hier weiter erforschen? Ich würde mal sagen, wir sind mal so neugierig, was hier vor unserer Haustür ist, einfach aus erzählerischen Gründen und wir wollen mal die archäologische Stätte ausgraben. Machen das mal mit dem. Und dann haben wir, glaube ich, alles wieder gemacht, was wir machen können. Das ist die archäologische Stätte. Und hier ist das jetzt so, dass immer gewürfelt wird. Nach 90 Tagen gibt es einen Würfelwurf. Und je nachdem, wie gut der Würfelwurf ist, kommen wir dann vielleicht weiter in dieser Geschichte. Oder wir bekommen Hinweise, dann haben wir es beim nächsten Mal einfacher. WBS Kibara finde ich cool. Wird gerade vorgeschlagen. Ist das hier die WBS Kibara? Und da brauchen wir auch einen neuen Namen. WBS Kibara. Construction complete. Construction completed. Wir haben die Bergbaustation abgeschlossen. Sehr schön. Dann braucht unser Forschungsschiff einen neuen Auftrag. Da brauchen wir wieder 100 Mineralien für. Und dann würde ich uns als nächstes mal noch mehr Forschungspunkte holen. Wir gehen mal hier zu Marx und schicken den schon mal hier hin. Müssen noch ein bisschen warten, jetzt gibt es gleich mehr Kohle, zack.
und können auch jetzt sagen, dass wir hier eine Forschungsstation bauen wollen. Und in der Zwischenzeit darf ich euch vielleicht mal einladen auf die Erde. Wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, wie es bei uns so aussieht. Schaut mal, das ist die Erde. Mach mal Pause. Das ist unsere Reichshauptstadt. Wir haben auch einen Gouverneur hier. Das ist die Griselda de Vargas, die uns eine Fähigkeit mitbringt, dass sie auch schneller an Erfahrung wächst. Okay, ja, ist für sie gut, für uns ein bisschen langweilig. Das ist eine kontinentale Welt. Wir können hier maximal 18 Distrikte bauen. Viele sind schon gebaut. Und wir haben 3 Stadtdistrikte. Wir haben 2 Industriedistrikte. Die sind ja neu eingeführt worden mit dem Stellaris 3.0 Update. Und die geben uns jetzt sowohl Konsumgüter als auch Legierung. Dann haben wir Energiedistrikte für die Credits, Bergbaudistrikte für Mineralien und landwirtschaftliche Distrikte, 2 Stück für die Nahrung. Und hier unten sehen wir jetzt die Gebäude, das funktioniert jetzt auch ein bisschen anders. Vorher war es so, dass, glaube ich, immer pro 5 Einwohner ein weiteres Gebäude freigeschaltet wurde, ein weiterer Slot. Der richtet sich jetzt danach zum einen, wie viele Stadtdistrikte man hat und wie weit man den Außenposten ausgebaut hat. Davon hängt das ab, wie viele Gebäude man hier bauen kann. Und hier könnten wir jetzt weitere Gebäude bauen. Ihr seht es hier rechts in der Liste. Können wir uns alle nicht leisten. Aber einige Möglichkeiten haben wir schon. Und dann hat unser Planet noch ein paar Merkmale. Können wir uns mal auch angucken. Was haben wir denn hier? Wir haben ausufernde Slums leider. Großpazifische Müllsammlung. Die müssen wir leider auch nochmal entfernen. Industrielles Lötland, das ist auch nicht so gut. Sorgt alles dafür, dass uns die Distrikte ein bisschen eingeschränkt sind. Das sind dann die, die hier so schraffiert sind. Da müssen wir erst ein bisschen Geld investieren, Credits investieren. Und dann haben wir viele, viele positive Sachen. Wir haben einen skandinavischen Rekultivierungssektor. Dadurch können wir einen weiteren Landwirtschaftsbezirk bauen. Sahara-Bewässerungsprojekte, noch mehr Landwirtschaft. Dann die mesopotamische Urbanisierung, mehr Bergbau. Dann haben wir die Boswash-Metropolenachse, den Perlfluss-Agglomerat, die mauretanische Sicherheitszone haben wir noch und den großen albertanischen Krater. So viele Dinge auf unserem Planeten. Hier seht ihr, dass wir ganz gut Sachen produzieren. Defizit haben wir zum Glück nicht. Und das ist unser Kernsektor. Hier oben sehen wir noch, die Stabilität ist ganz okay. Bei 60%. 28 Bürger leben hier. Keine Kriminalität. 8 Wohnungen. 8 Dienstleistungen, die unsere Bürger verbrauchen. Und wir haben einen Job nur noch zur Verfügung. Also das müssen wir im Auge behalten. Wir wollen nicht, dass die Leute arbeitslos werden. Noch ist keiner da. Dann werden die nämlich unzufrieden. Hier unten können wir uns noch angucken, woraus besteht unsere Bevölkerung. Nur aus Menschen. Und dann gibt es 3 Kategorien von Jobs, auf die ich jetzt mal nicht eingehe. Das gucken wir uns bei passender Gelegenheit an. Und neue Distrikte könnten wir bauen, indem wir einfach hier draufklicken zum Beispiel und sagen, ich möchte jetzt einen neuen Distrikt bauen. Aber dafür fehlen uns leider die Mineralien. Ich lasse mal das Spiel weiterlaufen und wir schauen uns mal an, wie das hier aussieht mit unserer Ausgrabung. 4 Tagen sehen wir vielleicht was weiter und... Ja, schaut mal. Wir haben was geschafft. Wir hatten einen Würfelwurf nach Ablauf dieser Zeit. Wir haben eine 6 geworfen, hatten bisher 0 Hinweise. Wir haben einen Wissenschaftler auf Stufe 1 und auch eine Schwierigkeit von 1, die sich dann ausgleicht. Und deshalb ist unser finales Ergebnis eine 6. Und immer wenn wir ein Ergebnis haben von 5 oder weniger, passiert nichts. Beim Wurf zwischen 6 und 10 kriegen wir einen Hinweis. Und bei 11 bis 13 kriegen wir 2 Hinweise. Und wenn wir 14 erreicht haben, dann kommen wir tatsächlich eine Stufe weiter, aber das ist noch nicht möglich. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber einen Hinweis haben wir mehr. Der würde dann halt auf den Würfelwurf jetzt drauf addiert werden. Was macht unser Forschungsschiff? Wollen wir mal gucken, was unser Forschungsschiff hier drüben macht? Schaut mal. Das ist gerade hier fertig mit Erforschen oder fängt gerade an. Und wir werden aufmerksam gemacht auf die Erkundung nach bewohnbaren Welten. Wir wissen nun, dass es nicht nur auf der Erde eine prächtig gedeihende Biosphäre gibt. Sowohl die wissenschaftliche Gemeinde
als auch die Gesellschaft im Allgemeinen sind begierig darauf, mehr über die verschiedenen Alien-Lebensformen zu erfahren, die wir in der ganzen Galaxie gefunden haben. Wir haben noch gar keinen gefunden. Was erzählt der Mann hier? Unsere Katalogisierungsbemühungen der Lebensformen wurden zwar bereits auf den Weg gebracht, aber unsere Xenobiologen haben uns dazu gedrängt, unsere planetaren Erkundungsbemühungen auf bewohnbare und bewohnte Welten zu konzentrieren. Ja, und jetzt können wir sagen, es ist eine lohnenswerte Initiative, dann beginnen wir eine Ereigniskette. Oder wir sagen, wir müssen uns mit wichtigeren Angelegenheiten befassen. Machen wir natürlich nicht. Eine lobenswerte Initiative. Leute, wir sind doch Forscher. Log updated. Und inzwischen ist auch die Forschungsstation abgeschlossen. Gucken wir uns jetzt mal an. Erstmal Konstruktionsschiff. Wichtig hier, dass wir diese Schiffe so gut wie möglich verwenden. Und den schicken wir jetzt mal hier zum Merkur. Und bauen hier nochmal eine Forschungsstation hin. Dann gucken wir uns das Situationsprotokoll an. Da gibt es zum einen die laufende Ausgrabung, das wissen wir, das läuft im Hintergrund, und Erkundung nach bewohnbaren Welten. Da müssen wir jetzt 8 bewohnbare Welten erkunden und dann passiert etwas. Was genau wissen wir nicht, aber dann wissen wir, wir haben dieses Ziel erfüllt. Machen wir. Bewohnbare Welten. Wir könnten inzwischen uns noch mal ein weiteres Schiffchen gönnen und ich baue uns mal noch ein Forschungsschiff. Mindestens eins, vielleicht noch zwei. Würde gerne noch mindestens ein zweites Forschungsschiff vielleicht in diese Richtung hier schicken. Hier gehen wir ja eher so in diesen Bereich. Richtung, ich würde mal sagen, Südosten und Richtung Nordosten oder Norden würde ich dann das zweite Forschungsschiff schicken. Und das danach, ich würde vielleicht sogar noch eins bauen, das würde ich hier verwenden wollen, um unsere Erde in der Forschung zu unterstützen. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere Flotte weiter aufleveln. Mal sehen, wie weit wir bis dann kommen. Wir gehen mal schauen. Das hier ist die archäologische Stätte. Wir wollen mal bei dem Forschungsschiff bleiben. Oh. Und wir haben das Sirius-System vollständig erkundet, das ist schön. Und wir haben eine strategische Ressource entdeckt. Während der Erforschung von Sirius 2 hat die WBS Kibara eine vorher unbekannte strategische Ressource entdeckt, die Zro genannt wird. Zro ist ein extrem seltenes Aerosol mit exotischen Partikeln, die hier durch einen Meteoriteneinschlag abgelagert wurden. Seine wahre Herkunft ist ein Mysterium. Wenn es von psionisch begabten Individuen aufgenommen wird, wirkt dieses Aerosol als sehr starkes und potenziell suchterzeugendes Medikament, das die Psi-Fähigkeiten verbessert. Eieiei. Obwohl wir noch nicht über die Mittel verfügen, um diese Ressource zu extrahieren, sollten wir bereits in Erwägung ziehen, die Kontrolle über dieses System zu übernehmen. Zro. Das ist das hier, oder? Haben wir noch nichts. Construction complete. Und dann wollen wir mal unser Forschungsschiff weiterschicken. Hier, Sirius ist erkundet. 80% kontinentale Welt. Hier könnten wir den nächsten Planeten uns holen. Und mit dem reise ich mal weiter hier hin. Ich will wissen, was hier ist. Möglichst schnell viel weit weg aufdecken. Das Konstruktionsschiff ist fertig. Kann auch hier nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, schicken wir das doch direkt mal nach Sirius. Hier können wir noch keine Sternbasis bauen, weil wir immer unsere Legierung gerade dafür ausgeben, Schiffe zu bauen. Aber wir können das schon mal hierhin bewegen. Dann haben wir hier noch ein Forschungsschiff. Das ist gerade neu gebaut worden. Da brauchen wir jetzt wieder einen neuen Anführer, Leute. Und wir müssen wieder einen rekrutieren, weil wir keinen mehr parat haben. So, jetzt haben wir John wieder mit dabei, wir haben Yun mit dabei und Jian ist mit dabei. Das ist eine Informatikerin, was ich sehr spannend finde, denn bei uns im Technologiebildschirm haben wir gar keine Experten. Und schaut mal, hier wird auch gerade an Informatik erforscht. Könnten wir also hier umverteilen. Ja, das machen wir, Leute. Passt mal auf, ich habe was vor. Wir stellen uns mal ein
den Gian, entschuldigt, für 200 Credits können wir uns leisten. Dann gehen wir hier in die Technologie rein und sagen, liebe Theresa, wir haben ein anderes Projekt für dich. Und wir wollen tatsächlich stattdessen den Gian hier haben. So. Hoppsala. Jetzt haben wir hier plus 22%. Dann haben wir hier noch einen Wahnsinnigen, der gibt immerhin 5%. Hier ist Valerie mit dabei. Der ist nur anpassungsfähig. Das bringt uns hier gar nichts. Hier kommt jetzt die gute Theresa hin. So. Plus 17%. 10% durch sie obendrauf. Und dann nehmen wir unser Forschungsschiff und packen dort den Valerie rein. Und den schicken wir jetzt los, Leute. Der soll mal hier bei Alpha Centauri erkunden. Ja, so machen wir das. Und weiter geht's. Toi, toi, toi. Es gibt Wahnsinnige bei uns im Team. Ja, in der Tat. Das ist erschreckend, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr nützlich. Wir gucken mal, wann hier unser Konstruktionsschiff ist und mal sehen, was die archäologische Stätte sagt. Schaut mal hier, das waren die letzten Würfe. Wir hatten hier nochmal einen Hinweis entdeckt und dann sogar zwei Hinweise. Und inzwischen haben wir vier Hinweise und jetzt haben wir schon 10% Chance, dass gleich wir vielleicht schon das nächste Kapitel uns holen können. Mal sehen, was passiert. Noch 5, 4, gleich ist es soweit, 2 und... Ah, es hat nicht ganz gereicht. Haben nicht gut geworfen, aber immer noch einen Hinweis bekommen. Müssen wir uns noch etwas gedulden. Und hier ist unser Forschungsschiff angekommen. Schaut mal, Leute. In Tadadaska. So sieht das hier aus. Oh, ist auch so ein Doppelplanet mit einem Pulsar. Magnetisierte Neutronensterne sind das. Oh, die von Pulsaren emittierte Strahlung stört die Schildtechnologie. Ah, wodurch Schiffs- und Stationsschilde funktionsunfähig werden. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Sehen wir auch hier unten, dass es hier ein Hindernis gibt für Schilde. Oha. Und hier gucken wir mal, was hier passiert. Aber wir sehen es hier rechts. Unser Konstruktionsschiff hat nichts mehr zu tun. Wir wollen mal den ersten Außenposten uns holen. Hier gibt es zwar nicht ganz so viele Ressourcen, also ein bisschen Stroh, aber damit, das können wir noch nicht abbauen. Aber immerhin einen Planeten, dann könnten wir auch ein Kolonieschiff losschicken. Wir haben 223 Mineralien. Reicht das, um hier was zu bauen? Könnten wir zum Beispiel ein Gebäude holen? Ich würde jetzt zu gerne Legierungsgießereien uns holen. 360, damit wir schnell mehr Legierungen bekommen. Wir könnten aber auch einen Industriebezirk uns noch holen. Der ist vielleicht günstiger. Oh, das kostet sogar noch mehr. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Noch können wir hier nichts weiter bauen. Wir brauchen mehr Ressourcen, Leute. Sammelt mal ein bisschen im Chat. Wir brauchen mehr Mineralien und mehr Legierungen. Wir sind fast pleite, Leute. Das geht so nicht. Ja, ne? Gespannt bin ich auch, wie das hier weitergeht. Und das hier sieht zum Beispiel nach einem guten Knotenpunkt aus. Hier auch. Kann man viele von erreichen. Wir müssen immer so diese Schlüsselgebiete finden und uns schnell dahin ausdehnen, damit uns niemand von wegkommt. Alpha Centauri 3. Da gehen wir mal hin. Da haben wir was entdeckt, Leute. Auf Alpha Centauri 3. Hier, auf diesem Planet. Schaut ihn euch an. Hübsch. Echt hübsch. Der enthält die Überreste einer alten, verlassenen Kolonie. Aus der Umlaufbahn gibt es keine offensichtlichen Anzeichen für eine Katastrophe, die die Bewohner getötet oder zur Flucht gezwungen hätte. Wenn wir die Antworten wollen, ist eine Expedition auf die Oberfläche erforderlich. Okay. Und auch hier haben wir Zro entdeckt. Und auch eine archäologische Stätte. Die ist jetzt da entstanden. Da müssen wir dann auch unser
mal ein Forschungsschiff hinschicken, was sich damit beschäftigt. Hat aber ein bisschen Zeit, glaube ich. Schwierigkeit 1 geht auch schnell, aber ist nicht so dringend, denke ich mir. Dann wollen wir nochmal hier gucken, wie das hier aussieht beim Erkunden. Wir folgen einfach unserem Schiff mal ein bisschen. Hier ist es. Da erforscht es gerade. Construction complete. Oh, wir haben was konstruiert. Unser Konstruktionsschiff ist hier und wir haben den ersten Außenposten gebaut, Leute. Die Terranische Union breitet sich weiter aus. Und das ist doch sehr schön. Jetzt könnten wir diesen Planeten hier auch uns holen. Davor holen wir uns erstmal ein bisschen Energiecredits noch. Es ist wenig, aber was man hat, das hat man. Und um uns weiter auszubreiten, müssen wir immer erst die ganzen Sternsysteme vollständig aufgedeckt, nicht nur aufgedeckt haben, sondern tatsächlich erforscht haben. Erst dann kann man dort eine Sternbasis bauen. Und jetzt ist es an der Zeit, liebe Leute. Wir haben genügend Einigkeit gesammelt, das ist diese Ressource hier. Und wir können die erste Tradition uns raussuchen. Und hier gibt es jetzt eine Neuerung aus dem LEM-Update. Vorher war es nämlich so, dass es immer vordefiniert war, was es hier für Traditionen gibt. Und das ist jetzt anders. Jetzt können wir uns auswählen, welche dieser Traditionen wir uns wählen wollen. Es gibt Anpassungsfähigkeit, Diplomatie, Entdeckung, Dominierung, Ausbreitung, Harmonie. Merkantil ist neu mit dazugekommen mit dem LEM-Update. Und dann gibt es noch Wohlstand, Täuschung, Vorherrschaft und Unnachgiebig. Auch Unnachgiebig und Täuschung sind mit dem LEM-Update dazugekommen. Allerdings braucht man für Täuschung noch das DLC Nemesis. Und für Unnachgiebig braucht man die Apokalypse. Und da müssen wir uns jetzt mal gut überlegen, was wollen wir nehmen? Was wollen wir nehmen? Also, ich denke mal, was wir ausschließen können, ist erstmal schon mal Dominierung, glaube ich, können wir ausschließen. Merkantil, Wohlstand können wir ausschließen. Und genauso Unnachgiebig, Vorherrschaft und Täuschung. Das ist, glaube ich, alles nichts. Ihr seht es ja auch in diesen Fluff-Texten, was momentan für uns relevant ist. Anpassungsfähigkeit, ja, wäre eine Idee. Diplomatie ergibt keinen Sinn. Wir haben noch keinen kennengelernt, sodass wir diplomatisch sein wollen. Entdeckung finde ich sehr, sehr spannend. Ausbreitung ergibt auch viel Sinn. Harmonie ist immer gut, dass wir harmonisch sind. Tja, was machen wir? Wir gucken uns das mal an. Also einmal Ausbreitung wird sich viel im Chat gewünscht. Da würden wir bekommen, dass sich unsere Kolonien schneller entwickeln. Okay, und wenn man alle entdeckt hat, das sind immer 5 Bereiche, dann gibt es erstmal noch einen Aufstiegsvorteil, der uns mächtige Vorteile freischaltet. Und hier gibt es dann auch nochmal, dass man noch mehr Distrikte bauen kann. Sternenbasen kosten weniger, Reichsausbreitung ist verringert. Neue Kolonie mit einem Bewohner ist sehr spannend. Was ich genauso spannend finden könnte, wäre Entdeckung. Da würden wir erstmal die Forschungsgeschwindigkeit von Anomalien uns erhöhen. Und wenn wir alle entdeckt haben, bekommen wir allgemein nochmal 10% Forschung obendrauf. Finde ich auch sehr cool. Wenn wir uns das früh holen könnten, hätten wir für den ganzen Verlauf der Partie 10% mehr. Dann unendliche Weiten. Okay, da können wir schneller erkunden. Wir erkunden momentan viel. Eine Forschungsalternative mehr finde ich auch cool. Forschungsstationen erzeugen 20% mehr, ist cool. Erfahrungszuwachs für die Anführer wird um einen erhöht. Ja, oder tatsächlich der Glaube an die Wissenschaft, dass die weniger Geld kosten, das finde ich jetzt aktuell nicht ganz so schlimm. Was wollen wir nehmen, liebe Leute? Frage ich euch auch auf YouTube. Was wir nehmen werden, werden wir in der nächsten Folge natürlich gemeinsam entdecken. Aber schreibt gerne jetzt schon mal unter die Folge,
Was hättet ihr es in unserer Situation genommen? Eher Entdeckung oder eher Ausbreitung? Ich berate mich jetzt nochmal kurz mit den Zuschauern auf Twitch und dann bin ich in der nächsten Folge wieder dabei mit euch und mit Stellaris hier auf dem Kanal von unserem WB. Bis dann, euer Matzoman.